wait forever. Sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Apologize a trillion times. Hallo Sportsfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 16 Spielerkarriere mit Martin Tuva. Das habe ich letzte Folge, glaube ich, vergessen zu sagen. Ja, wir spielen gegen die Ingolstädter. Und letzte Folge habe ich bemerkt, dass irgendwie die Tonspur und die von der Facecam nicht übereinstimmen. Das ist einfach richtig schade gewesen, vielleicht. Das ist diese Folge auch nochmal, weil muss ich mal ganz kurz nachschauen. Ne, Elgato, okay. Das ist die Elgato-Aufnahme, das ist super. Aber dann ist auch die kompletten. Ist auch alles ungefähr gleich. Ja, von den Einstellungen. Wir werden letzte Folge fast nach SSC Neapel gewechselt, aber ich habe selber gesagt, ich lehne ab, weil einfach nicht nach Italien wollte. Ich will ja in Deutschland bleiben und da in Deutschland muss man einfach. In Deutschland ist es einfach schöner und deswegen, ja, geil. Yeah. So, jetzt schauen wir mal, wie viele Punkte wir hinkriegen. Zack. Ich will nur wissen, wie viele Punkte wir hinkriegen. Zack. Oha, nur 700. Voll armselig. Zack, drin ist er. Mein Erster. Nicht mal. In der Freundschaftsliste hier. Hier ist immer noch schöne Choreo in Ingolstadt. Derby, sozusagen. Bayerisches Derby. Ja. Was Schönes. Wir spielen hier vorne mit Rodri, vorne Wolf, Klassen, Stahl, Adlung, Witte, Kagelmacher, Van Bergen. Ja, einfach ganz gute Aufstellung. Hier sehen wir nochmal ganz kurz. Wir haben 16 Gegentore gemacht und dem 31. Liga, Bester. Die Beste. Das sind die Besten aus der Liga, ey. Mit 32 Toren haben die gemacht, ey. Das könnte was werden, also Leute. Wir sehen uns bei der ersten Szene. Oh, so knapp. Pascal Groß. Oh, Stefan Lex. Die Flanke ist gut. Hey, da läuft er fast ins eigene Tor rein. Eieiei. Jetzt. Erster Angriff. Klassen, Lauf. Super. Super. Ah. Kriegen wir den Ball nochmal mit Glück. Ah, dann laufe ich im Gegner rein. Ah. Muss ich da runterher. Und was gibt's? Es könnte die rote Karte geben. Es könnte die rote Karte geben. Und es gibt sie. Und es gibt sie. Oh mein Gott. Es gibt die rote Karte. Eieiei. Ja, ist berechtigt. Die rote Karte ist berechtigt. Ah, das war jetzt nicht so. So das Premium, was ich da jetzt geleistet habe gerade, ne? Die rote Karte war einfach überflüssig. Die ist überflüssig gewesen. Die ist echt überflüssig. Ich will es kurz und direkt sagen. Sie müssen auf dem Spielfeld mehr Disziplin zeigen. Eine Suspendierung wird in diesem Verein nicht auf die leichte Schulter genommen. Oh oh. Das könnte was werden. Ja. Eieiei. Folge wird heute auch nicht wieder so lang. Wird doch nicht so lang heute. Ja. Hängt jetzt ab, wie lange ich jetzt gesperrt bin. Vom Verein her aus dann noch. Bei einem Spiel bin ich ja sicher gesperrt. Also. Viel ändern tut sich da auch nichts. Ja. Weil der Verein jetzt wirklich nicht viel ändern kann. Ja. Eine 80 kriegen wir locker noch hin nach dem Training. Naja, das will man simulieren natürlich, wenn wir rot gesperrt sind hier. War echt nicht gut, dass wir hier rot gesperrt geworden sind, ey.
Aber trotzdem gewinnen wir 2-1. Weil sich Bobby Wood verletzt hat, okay. Spielbereit. Ah, du was. Kurze Vorwarnung. Deine Sperre ist abgelaufen. Das bedeutet, dass du wieder spielberechtigt bist. Ja, ich weiß. Bin voll nicht blöd. Denkt der wirklich, ich bin blöd oder was? Meine Güte, ey. Da haben wir sogar 1-0 verloren hier. Gegen Ingolstadt sogar noch. Ja, ich weiß, ich spiele sowieso. Ja, nein, wie klar. Ja. Wenn wir hier spielen. Gegen hier. Gegen den FFV Frankfurt. Ja. Ja, können wir jetzt mit der Gotje machen. Okay. Ups. Keine Ahnung, warum irgendwie gerade meine Spielkonsole so laggt. Oder laggt das nur bei mir? Oder sieht es nur bei mir so aus, wenn ich jetzt laggen? Boom. Ja, warum haust du den an den Pfosten? Und halt nicht. Mach nicht das, was ich will. Ja, Vitus Eicher ist am Tor. Oh. Was? Spielerdebüt. Almebäck. Nation Schweden. Da ist er ja. Schauen wir mal, wie er sich schlagen wird. Okotje, glaube ich, im Sturm. Ja, natürlich. Okotje heute im Sturm wieder. Ich glaube, das erste Mal, dass ich mit dem auf dem Platz stehe. Und dann sehe ich auch sagen, los geht's. Super. Jetzt könnte es was werden. Mit durchlaufen. Macht Okotje stark. Macht Okotje stark. Und jetzt komm. Hat er stark gemacht, der Okotje. Hier den Gegner weggezogen. Dass ich hier gut durchlaufen komme. Ja. Ja, genau. Okay. Okotje steht da wieder nicht im Weg. Und dann macht das auch wieder super, dass er weggeht. Aber der Torwart hält wieder gut. Super gehalten. Vom Frankfurter Keeper. Und er dann wieder. Und da ist er weg. Ja, Mann, jetzt er. Warten, jetzt. Die Flanke ist gut. Oh, Okotje. Das war, glaube ich, eher der Gegner, oder? Ja, es war einer von Frankfurt, hat den Ball da gespielt. Schön, kurz gespielt. Schön. Das gibt's doch nicht! Das gibt's nicht! Was für eine Riesenchance! Was für eine Chance! Eieieiei, zum 1-0 in der 45. hier. Die hochhundertprozentige Chance. Außen damit. Weiterleiten. Gott, warum legst du dich hin vor? Du dumm oder so? Geil! Meter, Laufdistanz im Spiel 3200 Meter. 3 Kilometer, ey, bin ich gelaufen in dem Spiel, ey. Schon echt krass gewesen, du. Na, lange Pässe trainiere ich die ganze Zeit. Ich will aber kurz mal immer die kurzen trainieren. Schwer, zack. Ich muss die kurzen noch ein bisschen trainieren, ja. Und die kurzen kann ich einfach irgendwie noch nicht. Wo ich kurz was 80 habe. Ja. Naja. Die Folge wird jetzt. Das Spiel werde ich jetzt nicht mehr machen gegen Nürnberg. Ja. Sorry dafür, aber. Ich bin
voll müde jetzt geworden, Alter. Ich bin so müde geworden jetzt in der Zeit. Also Leute, ich würde sagen, lasst einfach mal eine positive Wertung da. Wenn euch dieser Part gefallen hat, mit dieser krassen roten Karte im allerersten Spiel. Ja, wir haben sozusagen eigentlich nur ein Spiel und 5 Minuten gemacht oder so. Aber ist ja auch was, ne? Also Leute, haut rein, bis nächstes Mal und ciao!